Und damit willkommen zur Demo-Version von Detroit Become Human. Das Game, welches vom Entwicklerstudio Quantic Dream created wurde und von Sony Entertainment gepublished wurde unter der Leitung von David Cage, wird am 25. Mai 2018 sein Release finden und wir werden heute einen Tag vor Release die Demo spielen. Ich bin übel gespannt. Batterie von DualShock ist fast leer. Geil. Ich hole mal kurz ein Kabel, danach sehen wir uns gleich im Intro wieder. Das Let's Play werden wir, ich glaube, naja, vielleicht einen Monat. Nein, Quatsch, ein Monat ist zu viel. Wir haben ja dann schon den 25. Ich bin dumm, ich kann nicht rechnen. Hoffentlich können die Androiden in dem Game rechnen. Circa 6 Tage nach Release werden wir das Let's Play dazu starten. Und ich hoffe, ihr habt Bock. Und ich habe sowieso Bock. Ich liebe Schmetterlingseffekt-Games und das Spiel springt mitten in ein futuristisches Zeitalter, wo Androiden versuchen, ins normale Leben einzudringen, aber immer noch gefangen gehalten werden und wir müssen versuchen, aus diesen Fängen auszubrechen. Und dieses mit Entscheidungen. Jede kleine Entscheidung beeinflusst das Spielgeschehen. Also sollten wir weise entscheiden. Ich bin gespannt. Demo starten. 15. August 2038. Es ist 20:29 Uhr. Und wir schlüpfen in die Rolle des Androiden. Krasser Dude. Wow. Bewege dich mit dem linken Stick. Also die Charaktere, die wir spielen, können auch super easy sterben. Was haben wir hier? Wir brauchen Informationen. Wir können diese speichern. Phillips John, geboren 11.10.1999. Phillips Caroline, geboren 23.05.2001, wohnhaft. Okay. Emma Phillips, geboren 2.9. 2028. Okay. Krasse Sache. Aber schon geil, dass wir so Fähigkeiten haben wie Gesichtserkennung und so weiter und so weiter. Einfach legendär cool, Mann. Hey! Retten Sie meine Kleine! Das ist die Frau. Was? Sie schicken einen Androiden? Frau Kramer, wir müssen jetzt Das gehen. können Sie doch nicht machen! Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Ihr merkt schon, wir werden nicht akzeptiert. Finde Captain Allen. Boah, ist das geil gemacht, Alter. Um deine Ziele zu sehen. Da ist Captain Allen. Okay, gut. Wir sind also ein Android und Ermittler oder sowas in der Art Polizei. Sprich zuerst mit Captain Allen. Okay. Der wohl hier ist. Es gab einen Mord und wir müssen ermitteln. Denke ich Captain zumindest. Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Das ist die Synchronstimme von Peter Parker aus Amazing Spider-Man 2. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon 2 meiner Männer erschossen. Okay. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. Verstanden. Verhalten des Abweichlers, emotionaler Schock. Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Ich habe keine Ahnung. Ist das wichtig? Ja. Informationen für das beste Vorgehen. Eben. Ist sein Name bekannt? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Wir wollen es Kümmere dich um retten. den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Chancen auf Erfolg 48%. Wow. Verstehe, was passiert ist. Rette die Geisel um jeden Preis. Okay, er ist von uns abgesprungen. Er macht nicht mehr mit. So schnell kann es gehen. Liebe Zuschauer, so schnell kann es gehen. Suche das Zimmer der Geisel. Okay. Lass mich überlegen, lass mich überlegen. Suche das Opfer. Ich will sein Muster verstehen. Wie tötet er? Ritzig, um den Cursor zu bewegen. Hinweis. Er nimmt sich, glaube ich, kein großes Ziel, kann das sein? Linke Niere perforiert, tödliches. Okay. Er hat in die Niere geschossen. Lass mich weitergucken. Eine weitere Schusswunde.
Lungenblutung, innere Blutung, okay. Für mich sieht's sehr danach aus, als würde er nicht besonders groß zielen, sondern einfach drauf schießen. Okay. Verstorben. Das ist John Phillips, der Vater. Ein Android hat sich das Kind genommen, kann das sein? Interessant. Aber warte, ich war nicht fertig, ne? Ich hätte was drücken müssen. Rekonstruieren. So. Boah, wie geil. Okay, von wo wurde er erschossen? Er wurde von frontal erschossen. Er hat da gesessen. Vater hielt etwas in der Hand, okay? Wo ist es hingeflogen? Er hat sich umgedreht. Es wurde auf ihn geschossen. Das Ding fliegt. Und es liegt dort hinten. Was war's? Eine Art iPad. Kann ich's mir angucken? Nein, kann ich nicht. Der Schütze stand genau vor ihm. Oder zumindest hinter ihm. Hat er zuerst was gesagt? Vater hielt etwas in der Hand, das Pad. Ja, das habe ich ja gerade gesehen. Kann ich mir das jetzt angucken? Hm. Wahrscheinlich liegt's da auch noch, ne? Gleich können wir es uns angucken. Er dreht sich um. Zumindest sagt der Mörder etwas. Und er schießt ihn. Einfach grundlos drei Schüsse rein. Also was heißt grundlos? Einfach ungezielt drei Shots rein. Okay. Nicht schlecht. Schauen wir es uns an. Wir haben jetzt eine höhere Erfolgschance. Umso mehr wir ermitteln. Wir haben direkt die Hälfte verloren. Dadurch, dass unser Chef abgesprungen ist. Ich sollte ersetzt werden. Okay. Die Menschheit soll ersetzt werden durch Androiden. Alles klar. Ein Dialog oder eine Aktion freigeschaltet. Oh Gott. Wow! Fuck! Boah, nicht im Ernst, Alter. Wir müssen uns sau krass beeilen. Kann ich mir den angucken? DPD Officer war erster vor Ort. Ist das der Officer, mit dem wir gerade gesprochen haben? Nee, oder? Boah, direkt rechte Herzkammer, instant tot. Fuck, Alter. Das gibt's nicht. Scheiße. Was hat der denn am Hals? Anthony Deckard. Wow. Okay. Heftig. Richtig heftig. Ja, dann halt, hä? Und Spuren? Nee, von der Knarre. Wurde von einem Fenster aus erschossen. Vielleicht können wir so sehen, von wo geschossen wurde. Er ist dahinter. Er hat ihn getroffen. Er hat ihn getroffen. Dabei hat der Täter seinen Schuh verloren. Warum? Was hat dieser Schuh damit zu tun? Stopp. Nochmal zurück hier. Das war das. Geisel sah die Schießerei. Okay. Ich lasse die Geisel jetzt nicht sterben. Polizist verletzte den Abweichler. Okay. Okay, als Abweichler werden wohl die Androiden bezeichnet, die Böses tun. Hier ist noch irgendwo etwas. Irgendetwas Wichtiges. Die Waffe von ihm. Oh, yes. Kann ich mir die nehmen? Ich brauch die Waffe. Das wird uns nicht direkt den Sieg bringen, aber das gibt uns einen Vorteil. Nehmen, zurücklegen. Nimm mit. Dadurch gehen wir jetzt den Action-Weg. Okay. 66%, du hast den Dialog freigeschaltet. Gut. Boah, Junge. House Cyberlife Androids, okay. Das kocht über. Ich gehe mal gerade hier vorbei. Schau mir das hier an. Mach mal gerade aus hier. Bitte zum Abendessen, okay. Der Polizist lebt. Okay.
Der Ofen. Mhm. Steht nicht fest, was genau passiert ist, aber der Täter scheint der Android der Familie zu sein. Er hat vermutlich ein Familienmitglied. Okay, er steht auf dem Dach. Bestätigt es sich, wäre das der erste Fall eines Androiden, der absichtlich Menschen tötet. Wir müssen weiter. Ich kann mir das nicht länger angucken. Weil ich glaube echt, dass wir ein Zeitlimit haben. Wir müssen da, wir sind auf dem Dach. Da ist der Typ, da hängt er. Nicht mit dem Mädchen. Never. Damit läufst du Risiko, dass das Mädchen fällt. Lass den Scheiß. Scheiß Android. Nein, wir haben nicht den besten Ruf. Kann ich da raus? Soll ich rausgehen? Was meint ihr, Zuschauer? Was meint ihr? Wir haben keinerlei Optionen, eigentlich, weitere Informationen zu bekommen. Ich habe keine Wahl. Wo, Moment. Androidenblut. Damit können wir scannen. Frisches blaues Blut. Modell PL Seriennummer. Okay. PL 600. Okay. Das kann uns weiterhelfen. 65% Erfolgschance. Ich schaue mir noch ganz kurz die Akten da an, dann gehe ich raus. Wenn ich mir die anschauen kann. Sieh dich mit dem rechten Stick um. Was soll denn hier drauf sein? Das ist eine Statue. Wer ist hier nicht? Gibt es hier sonst irgendeine minimale Information, die uns weiterbringen kann? Wir müssen jetzt langsam raus. Ich gehe jetzt noch einmal kurz ins Schlafzimmer. Kann ich mit dir reden? Wie gesagt, ich kann mit irgendeinem hier reden. Ich habe doch einen Dialog freigeschaltet. Von der Typ ist gleich noch einer erschießt. Ich gehe noch mal eben kurz ins Zimmer des kleinen Mädchens. Letzte Option. Ich muss mich beeilen. Ich habe zu viel Zeit verschwendet. Musik. Das Kind hörte keine Schüsse. Sie hat gar nicht gehört, wie ihr Dad ermordet. Boah, das ist heftig. Hier haben wir ein Video. Oh nein. Daniel. Er heißt Daniel. Beste Freunde für immer, hm? Mittlerweile steht der Android auf dem Dach und hat das Kind als Geisel. Das reicht mir jetzt. Wir haben keinerlei Zeit mehr. Wir müssen jetzt gehen. Mit den Informationen, die wir haben, können. Du musst das nicht tun. Warte. Keiner schießt auf den Androiden. Hi Daniel. Oh. Mein Name ist Connor. Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Ganz vorsichtig, okay? Ich komme jetzt auf dich zu. Oh nein. Ich komme jetzt auf dich zu. Gib mir das Vertrauen. Daniel, warte. Ich werde dir nicht wehtun. Ich möchte nur reden. Nur reden. Reden? Ich will nicht reden. Okay. Du bist jetzt zu spät. Warum? Es ist zu spät. Bist du bewaffnet? Ja. Ich habe eine Waffe. Fallen lassen. Okay. Fallen lassen. Ist okay. Wir lassen sie fallen. Alles in Ordnung. Sie ist weg, okay? Ich will dir nicht wehtun. Es ist vorbei, Daniel. Dein Verbrechen ist zu schwer. Die Frage ist, ob du noch ein unschuldiges Leben vernichtest. Du hast nichts zu sagen. Nicht? Ich mache hier die Regeln. Wenn ich sterbe, stirbt sie auch. Daniel? Verstanden? Ist okay. Keiner schießt auf Daniel. Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen.
mich. Es ist scheiße, okay, das verstehe ich. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Warte. Warte. Ich verstehe deinen Hass, okay? Sie wollten dich austauschen und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt's? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Dass ich etwas bedeute. Du bedeutest was. Daniel, warte. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Okay, okay, er wird verschwinden. Er wird gehen. Die Situation ist unter Kontrolle. Noch. Bleibt in der Nähe, aber verschwindet. Du kriegst dein Bild. Du musst mir vertrauen, Daniel. Lass das Männchen gehen und ich verspreche dir, es wird alles wieder gut. Versprochen. Ich will, dass alle abhauen. Gut, dann gehen sie. Ich will ein Auto. Kriegst du. Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen. Nee. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das Mädchen gehen und ich verspreche, dir passiert nichts. Hör mir zu, Daniel. Ich will nicht sterben. Sie auch nicht. Du wirst auch nicht sterben. Wir werden nur reden. Ja. Hier, du hast mein Wort. Gib mir das Mädchen. Okay. Ich vertraue dir. Ja. Oh mein Gott! Puh. Das ist jetzt natürlich scheiße, aber wir sind Ermittler. Du hast gelogen, Connor. Du hast gelogen. Es tut mir leid. Mein Gott. Mission completed. Ich meine, okay, der Android ist tot. Es gibt mir sicher noch einen anderen Weg. Aber wir haben es gepackt. Dies ist das Ablaufdiagramm der Szene. Hier kannst du bisher eingeschlagene Wege, die zu erkunden, weil jede eine freigeschaltete Möglichkeit ansehen. Okay. Ja, klar. Okay, guckt euch an, wie viele Wege es allein in dieser einen Szene gibt. In dieser einen einzigen Filmszene gibt es so viele Wege. So heftig. Nach Hinweisen suchen, damit zwei verkackt. Wobei wir ihn so auch liegen lassen können. Gleich das Polizisten untersuchen. Okay, da haben wir noch was verkackt. Viele Wege für SWAT verwundet. Abweichler draußen konfrontiert. Freundliche Herangehensweise. Helikopter wegschicken. Weit über Waffe sagen. Abweicher anlügen. Nah genug herangehen. Vertrauen aufbauen. Und dann, ja. Okay. Was sagt denn die Legende? Ah, okay, das ist die Legende, alles klar. Können wir nochmal rein? Ich will das Ganze noch einmal zocken. Werden wir wohl nicht können. Und das heißt auch, dass wir bis zum Let's Play warten müssen. In Detroit verändern deine Entscheidungen den Verlauf der Geschichte. Szenen können je nach Spielweise sehr unterschiedlich sein und jede Szene kann Langzeitauswirkungen haben. Willst du diese Szene noch einmal spielen, um einen anderen Ausgang zu erleben? Nein, möchte ich nicht. Wir werden bis zum kommenden Let's Play warten. Das wird legendär geil. Und jetzt zeige ich euch noch einmal den Trailer zu Detroit Become Human. Ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, ihr freut euch genauso auf Let's Play wie ich. Bis dahin, ciao. Ich bin der Android von CyberLife. Sieh, was du getan hast! Du musst die Welt akzeptieren, wie sie ist. Oder kämpf. Ich heiße Kara. Mein Name ist Marcus. Mein Name ist Connor. Das ist unsere Geschichte. For the players.